zu diesem heutigen Webcast. Versuchen das wieder in 22 Minuten zu machen. Mein Name ist Andreas Klump und ich freue mich auch, dass mein Kollege, der Herr Kilian Glockner, im Hintergrund auch noch mit in diesem Webcast mithilft. Und zwar, der wird Ihre Fragen beantworten. Also wenn Sie während des Webcasts Fragen haben, einfach ins Fragenfeld die Fragen reinschreiben. Der Herr Glockner versucht es dann zu beantworten. Sie haben aber auch am Ende, geben wir Ihnen noch die Möglichkeit, dann am Ende nochmal die Fragen einzutippen. Vielleicht klärt sich die ein oder andere Frage auch während des Webinars. Also das ist natürlich auch möglich und ich nehme am Ende dann auch noch ein bisschen Zeit, die Fragen zu beantworten. So, natürlich frage ich mich auch immer vor so einem Webcast, was erwarte ich von einem Webcast, was erwarten meine Zuhörer? Ich möchte Ihnen heute einen Überblick geben über die SolidWorks Simulation Produktfamilie. Wir haben eine kurze Zeit, also werde ich Ihnen nicht alles im Detail erklären können. Sie haben aber am Ende des Webinars dann die Möglichkeit, ich werde Ihnen so eine Umfrage noch starten, da können Sie dann im Bildschirm einfach anklicken, wenn Sie spezifische Informationen zu einem der drei Simulationsprodukte noch gern hätten oder einen Demo-Termin hätten, um speziell Ihre Probleme oder Ihre Herausforderungen zu diskutieren. So, grundsätzlich, warum behaupte ich, dass durch den Einsatz von Simulation Tools Sie ein besserer Konstrukteur werden können oder Ihre Konstrukteure besser werden können. Es geht eigentlich schon da los, dass wir heute uns in einem digitalen Zeitalter bewegen. Also wenn Sie früher Fragen oder Informationen zu gewissen Sachverhältnissen gesucht haben, was haben Sie gemacht? Sie haben Ihre Freunde befragt. Ich habe gerne immer meine Oma gefragt, die so viel Lebenserfahrung hat. Oder ich bin in die Bibliothek gegangen, hab mir da die richtigen Bücher ausgesucht und habe mir Informationen gesucht. Heute ist es aber so, da bin ich auch froh darüber, dass wir im digitalen Zeitalter leben. Ich habe die Möglichkeit, jederzeit mit unterschiedlichen Plattformen und Suchmaschinen mir sämtliche Informationen aus dem Netz zu holen. So, wo ist jetzt die Verknüpfung zum Simulation? Da ist es im Prinzip dasselbe. Was ist die analoge Herangehensweise? Es ist so, dass Sie natürlich Handrechnungen verwenden können oder Prototypen. Aber heute sind wir in einem digitalen Zeitalter und wir haben die Technologien und auch digitale Möglichkeiten, mit Simulation-Werkzeugen schon früh und sofort ohne irgendwas um Prototypen zu erzeugen oder irgendwo hinzufahren, ins Versuchslabor und Versuch zu machen. Sie haben das Zeug und die Werkzeuge, das sofort während der Konstruktion an Ihrem Rechner im Prinzip zu überprüfen. So, genug der Einleitung. Wir haben drei Simulationsprodukte, die ich Ihnen heute in der Kürze schnell vorstellen möchte. Zum einen Simulation, das ist die Struktursimulation und auch mit dem Teil Motion. Die MKS, die Mehrkörpersimulation, dann haben wir mit Flow Simulation, wie es der Name auch schon sagt, eine Strömungssimulation, um Strömungen in oder um Ihre Produkte zu simulieren und das Verhalten zu verstehen. Und dann auch für den Bereich der Fertigung, der Spritzgussfertigung mit SolidWorks Plastics eine Spritzgusssimulation durchzuführen, um eben auch in der frühen Phase Ihre Kunststoffteile schon richtig auszulegen, beziehungsweise auch Ihre Werkzeuge schon für den sofortigen Einsatz vorzubereiten. So, fangen wir links an mit SolidWorks Simulation. Ich gehe einfach mal rüber in SolidWorks, dass Sie mal sehen, wie das Ganze aussieht. Ich habe jetzt hier eine Simulation eingeladen von diesem Rettungsspreizer und zwar nur die Hälfte des Ganzen. Wir haben in SolidWorks jetzt auch hier schön diesen Befehlsmanager-Zusatzanwendungen. Ich habe jetzt auch die drei Dinge schon aktiv, die ich Ihnen heute zeigen möchte. Zum einen SolidWorks Simulation, zum anderen Flow Simulation und auch Plastics. Wir sind jetzt also hier im SolidWorks Simulation. Wir bekommen hier auch einen Befehlsmanager, haben hier integriert in SolidWorks eben unterschiedlichste Funktionalitäten. Wir haben hier oder ich habe hier schon eine Analyse aufgebaut,
Prinzip müssen Sie nichts anderes machen, als das von oben nach unten durchgehen. Zum einen müssen Sie schauen, habe ich alle Teile mit berücksichtigt, die ich mit berücksichtigen möchte, und sind Materialien vergeben. Überall, wo jetzt hier ein grüner Haken dran ist, ist Material vergeben. Die Materialeigenschaften werden direkt vom Geometrie, vom SolidWorks Geometriemodell angezogen, beziehungsweise Sie können natürlich jederzeit hier in Simulation auch Ihr Material ändern oder auswählen und auch dementsprechend Werte ändern, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Material anlegen. Das heißt, Sie müssen eigentlich nur die Materialien vorgeben, dann hier in dem Fall Verbindungssätze erzeugen. Also überall, wo Teile sich berühren bzw. verbunden sind, kann man natürlich hier so Kontaktsets anbringen. Wir sehen das jetzt hier in dem Bereich, müssen wir natürlich die Flächen anklicken, die miteinander in Kontakt sind. Und in dem Fall ist es nicht zusammengeklebt in dem Fall, sondern einfach, dass sie sich nicht durchdringen können. So gibt es eben jetzt hier einen ganzen Satz an Kontakte, die dann hier eben definiert werden. Dann müssen wir natürlich Einspannung festlegen. Ich drehe das hier einfach mal hin, dass wir das besser sehen. Hier, wir gehen einfach jetzt davon aus, grundsätzlich der Lastfall ist so, dass wir hier hinten eine Kraft aufbringen, dass wir aber die Bewegung genau hier einschränken. Das heißt, wir spreizen etwas, aber stoßen im Prinzip irgendwo an. Wir bringen die maximale Last auf und wollen schauen oder natürlich verhindern, dass hier irgendwas kaputt geht. Das heißt, wir haben unterschiedliche Randbedingungen hier. Hier halten wir das Ganze fest. Wir haben eine Symmetrie-Randbedingung. Ich gehe einfach mal hier in die Definition rein. Das heißt, wir kriegen hier auch sofort eine Möglichkeit, zu schauen, wie sieht diese Symmetrie-Randbedingung aus, und bekomme hier auch in Gelb dann angezeigt, was in Realität oder was theoretisch jetzt hier berücksichtigt wird. Dann, wie schon gesagt, einfach eine Last aufbringen auf diese Fläche und wir können dann das ausführen und Spannungen analysieren. Ich lade mir jetzt hier einfach mal eine Spannungsdarstellung rein. Wir können jetzt hier das Netz anzeigen oder auch nicht und eben hier uns die Spannungen analysieren. Hohe Spannungen sind jetzt hier in diesem Gelenkteil. Eine tolle Möglichkeit ist jetzt auch hier mit dem Vernetzungsabschnitt hier jetzt mal genau reinzuschauen. Ich wähle nur die Ebene aus, die ich gern haben möchte. Ich kann jetzt auch hier reinschauen. Hier sind jetzt die großen Werte. Ich könnte jetzt auch hier, zum einen natürlich farblich mir die Werte zuordnen oder auch so ein Sondieren verwenden, um mir beliebige Positionen rauspicken, wo ich Werte messen will. Also ich kann jetzt hier gesehen, ich klicke jetzt hier einfach an und kann mir hier dementsprechend einfach auch Werte rausnehmen, wenn ich das möchte. Sie haben hier natürlich die volle Möglichkeit, das Ganze zu analysieren. Wir können auch jetzt hier zum Beispiel eine komplette Schnittansicht jetzt ohne das Netz uns anzeigen zu lassen, können wir jetzt auch hier messen oder Dinge wie die Verschiebung, also wie weit verschieben sich die Teile hier drin und so weiter. So, das ist jetzt nur der kurze Einblick, den ich Ihnen heute jetzt hier live geben kann. Wie gesagt, das ist alles relativ einfach. Neue Studie erstellen, Material vergeben, Kontakte definieren, wenn nötig, das Teil irgendwo festhalten, an einer anderen Stelle eine Last aufbringen und dann eben die Ergebnisse analysieren. Schauen wir uns jetzt kurz die Paketierung an. Also wir haben vielleicht, der ein oder andere kennt es vielleicht, es gibt einen Simulation Express in jeder SolidWorks CAD-Version mit dabei, die ist extrem eingeschränkt. Wir bieten aber jetzt hier auch Zusatzprodukte an, die Sie jetzt hier auch gerade gesehen haben. Es gibt drei, es gibt einen SolidWorks Simulation Standard, es gibt das Simulation Professional und es gibt das Simulation Premium. Das sind die drei Pakete, die Sie kaufen können, beziehungsweise Sie können sich auch jederzeit ein Upgrade vom einen auf das andere kaufen. Vielleicht noch ein bisschen besser aufgeschlüsselt das Ganze, was in welchem Paket mit drin ist.
Hier gibt es Funktionalitäten im Standard, im Professional und im Premium. Also wenn Sie im Premium kaufen, ist natürlich alles, was im Professional und Standard mit drin ist, auch mit drin. Müssen das nicht zusätzlich kaufen. Genauso für die Sachen, die mit dem Professional kaufen, ist auch der Standard mit drin. So, was haben wir jetzt hier gesehen im Prinzip? Ich habe Ihnen nur einen kleinen Teil gezeigt, die Statik für die Baugruppen. Man kann aber genauso auch die Ermüdung berechnen, also Wöhlerkurven hinterlegen, mit der Sie dann abschätzen können, wie viel Lastzyklen erreicht werden, bevor das Material aufgrund von Ermüdung kaputt geht. Dann, ich habe es auch schon erwähnt, mit Motion, das sogenannte MKS, Mehrkörper-Simulationen, da werden also Massenträgheiten berücksichtigt. Sie können dann mit Motoren gewisse Abläufe vorgeben und können an jedem Gelenk, an jedem Punkt messen, wie hoch sind die Geschwindigkeiten, die Beschleunigungen, die Drehmomente und so weiter und können so auch Rückschlüsse ziehen auf die Lasten, die sie dann in der FEM anbringen, auf einzelne Bauteile. Das Ganze geht auch sogenannten Event-Based Motion, das heißt, wir können hier auch so Sachen wie Näherungsschalter anbringen und so eben noch komplexere, so wie dieses Pick-and-Place-Beispiel realisieren. Dann ein wichtiger Teil ist auch die Frequenzanalyse. Für alle Teile, die einer Anregung, einer Frequenzanregung ausgesetzt sind, so wie hier dieses Getriebegehäuse, können Sie natürlich auf die Eigenfrequenzen überprüfen. Sie bekommen dann die Info, in welchem Frequenzbereich sich Eigenfrequenzen befinden. Die wollen Sie natürlich mit aller Macht verhindern, weil diese Betreiben zum Beispiel dieses Getriebegehäuses in einer Resonanzfrequenz führt zum Totalversagen. Auch das können Sie mit SolidWorks Simulation vorhersagen. Und was auch ganz wichtig ist, Optimierung. Wir sind also integriert in einem CAD-System. Wir können das System selbst Parameter ändern lassen. Wir müssen nur sagen, okay, in welchem Bereich dürfen sich jetzt hier bei diesem Kühlkörper die Anzahl der Rippen verändern, die Länge der Rippen, Höhe der Rippen, Wandstärke der Rippen und bekommen dann hinterher einen Vorschlag, was die optimale Geometrie hier ist. Wir können natürlich auch nichtlineare Sachen rechnen, so wie hier mit nichtlinearen Kontakten, nichtlinearen Material, also wie hier Kunststoff, wo wir eben einen kurzen linearen Materialanteil haben, da müssen wir in die Nichtlinearität wechseln. Oder auch nichtlinear dynamische Dinge. So, es gibt noch mehr. Die Zeit wird knapp. Wir haben noch zwei andere Produkte zu uns anzuschauen. Deshalb wechseln wir wieder zum einen zurück und wir schauen uns sofort ein Beispiel zur Strömungssimulation an. Wechsle hier einfach in das Fenster. Ich habe das schon mal hier vorbereitet. Im Prinzip sieht es aus wie in der Struktursimulation. Wir haben auch hier einen Befehlsmanager mit den Funktionalitäten und haben auch hier links im Prinzip genau gleich einen Analysebaum, den wir eben Schritt für Schritt durchgehen. Da werden so Sachen abgefragt wie der Berechnungsraum, welches Festkörpermaterial ist vergeben. Und dann können wir hier einfach, also das machen wir grundsätzlich über einen Assistenten, da werden gewisse Dinge abgefragt, wie ist es intern oder extern, welches Material ist es, was für ein Fluid wird standardmäßig verwendet. Und dann wird eben im Prinzip der Berechnungsraum auch festgelegt. Wir müssen dann nur noch sagen, die Randbedingungen. Das ist ein Wärmetauscher von, ich würde mich freuen, das wäre der Wärmetauscher für meinen Außenpool, für meinen Außenwhirlpool, den ich aber leider nicht habe. Wir haben hier einfach ein Wasser, das Zu- und Ableitung vom Pool im Prinzip, also Pool Water In auf der einen Seite, Wasser raus an der anderen Seite und wir haben dann noch einen zweiten Kreislauf. Das ist dieses Wasser vom Boiler, das mein Poolwasser erhitzen soll, zum einen Einlass, zum anderen Auslass. So, und was für Informationen bekommen wir dann daraus? Ich habe die Ergebnisse eingeladen. Wir können jetzt auch hier beliebig uns Ergebnisse anschauen. Wir können jetzt hier sowas wie einen Temperaturplot über die zwei Flüssigkeiten, also beides mal Wasser, aber zwei unterschiedliche Kreisläufe, könnten jetzt hier auch sagen, okay, ich möchte jetzt mal hier messen, wie sieht es grundsätzlich aus? Hier 20 Grad
am Einlass, schöne 29 Grad am Auslass und wir können auch hier zum Beispiel die Temperaturen an Ein- und Auslass messen. Beziehungsweise hier geht's rein, Einlass, Wärme wird abgegeben. Es sind auch hier schön diese Strömungslinien. Das wäre jetzt also beispielhaft so eine Schnittdarstellung. Wir können aber genauso auch zum Beispiel ISO-Flächen uns anzeigen lassen. Das ist die Geschwindigkeit, wo hohe Geschwindigkeiten herrschen. Wir sehen jetzt hier, dass auch hauptsächlich außen am Durchmesser große Geschwindigkeiten herrschen. Was vielleicht auch noch nett zum Zeigen ist, sind diese Durchflusslinien. Ich lasse sie mal kurz berechnen. Wir sehen also hier, wie dieses heiße Wasser hier auch farblich die Temperatur dargestellt. Und ich kann das Ganze zum Beispiel hier auch animieren und wir können uns jetzt hier anschauen, wie das Wasser hier durchfließt und dementsprechend auch konstruktiv dann uns Optimierungen überlegen und auch validieren, ob diese Ideen, die wir haben, überhaupt eine Verbesserung bringen oder ob es wirklich schlimmer wird. Auch damit schauen wir noch mal kurz in die Übersicht. Hier ist es so, wir haben ein Hauptprodukt, das nennt sich SolidWorks Flow Simulation und dann noch zwei Zusatzprodukte, die man noch dazu kaufen kann, wenn man für gewisse Industrien arbeitet. Wir haben in Flow Simulation die Möglichkeit, natürlich intern, so wie wir es jetzt gesehen haben, interne Analysen als auch externe Analysen zu machen, also Strömungen um Flugzeug zum Beispiel oder Autos. Wir haben laminar und turbulent automatisch. Auch der Übergang, Wärmeübertragung haben wir jetzt gerade gesehen. Wir haben zum Beispiel auch rotierende Komponenten, wie diesen Mixer hier. Also auch solche Sachen können wir hier abbilden. Kompressible Fluide bei hohen Machtzahlen zum Beispiel. Wir können auch nicht Newtonsche Materialien verwenden, wie Blut oder Apfelmus zum Beispiel. Wir können Ergebnisse übertragen von der Struktursimulation, von der Strömungssimulation in die Struktursimulation. Beispiel, Sie haben eine Solaranlage und Sie müssen natürlich auch überprüfen, okay, wenn hier jetzt ein Sturm kommt mit einer gewissen Windgeschwindigkeit, kann man das zum einen in der Strömungssimulation berechnen und dann auch die Lasten, die Strukturlasten auf die Struktur übergeben und schauen, okay, wie hoch ist mein Sicherheitsfaktor bei gewissen Strömungsverhältnissen. Und dann gibt es eben zwei Zusatzprodukte. Zum einen für, wenn Sie sich mit elektronischen Komponenten beschäftigen, gibt es noch so Phänomene wie die Schulsche Erwärmung, die man berücksichtigen kann, also Erwärmung aufgrund von anliegendem Spannung oder Stromstärke. Mit Heatpipes ein vereinfachtes Modell, um solche Wärmerohre zu simulieren. Sie haben Leiterplattengenerator mit dabei und dann gibt es eben noch dieses HVAC-Modul, also HVAC Heating Ventilation Air Conditioning, also für Leute, die sich mit Räumen beschäftigen, mit der Auslegung von Räumen. Da gibt es auch sogenannte Komfortparameter. Das sind einfach Parameter, die Aussage darüber zulassen, ob sich Personen zum Beispiel in gewissen Bereichen in den Räumen wohlfühlen oder auch nicht. Bei beiden Paketen gibt es auch eben noch eine erweiterte Datenbank mit dazu. Auch hier nur wieder ein kurzer Einblick. Wenn Sie mehr Informationen benötigen, frage ich das am Ende nochmal ab und wir werden Sie dann nochmal kontaktieren. So kommen wir zum dritten Produkt und zwar zum SolidWorks Plastics zur Spritzgusssimulation. Es wird Sie jetzt wahrscheinlich wundern, das sieht eigentlich genau gleich aus. Wir haben jetzt hier ein Kunststoffteil mit in Blau hier diese mit der Kühlung, mit den Kühllinien. Im Prinzip dasselbe, Sie gehen die Strukturbaum von oben nach unten durch, starten das Ganze und bekommen dann auch Ergebnisse. Schauen wir uns einfach mal ganz kurz Ergebnisse an, und zwar hier so eine Füllanimation. Ich muss mit dem richtigen Knopf treffen. Wir können uns dann hier so Füllanimationen anschauen. Wir berechnen aber auch zum Beispiel die Nachdruckphase, können hier auch Volumenschwindungen zum Beispiel anzeigen lassen. Genauso wie die Kühlung, wir können uns
auch hier die Werkzeugtemperatur zum Beispiel anschauen, also die Werkzeugtemperatur dargestellt auf den Kunststoffteilen. Wir sehen jetzt hier die Temperatur an dieser Seite, ich nenne sie mal an die Unterseite, ist relativ gleichmäßig bei grün-türkis. Innen ist es rot oder gelb. Was man eigentlich verhindern will, ist so eine ungleichmäßige Kühlung auf den Kunststoffteilen. Und so könnten wir jetzt hier noch sagen, okay, ich muss meine Kühllinien hier optimieren. Ich kann das nochmal berechnen und das Ganze mir dann auch, ja, optimieren. Als letzter Punkt und auch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch der Verzug. Wir können uns auch anschauen, wie sich diese Teile verziehen. Wir sehen jetzt hier, das ist der Gesamtverzug. Wir können hier einen Verformungsfaktor angehen, das ist fünffach überhöht. Wenn ich auf 1 gehe, das wäre jetzt der reale Verzug, den wir hier an diesem Teil sehen würden. Auch hier kurz zur Übersicht. Hier ist es wie in der Struktursimulation. Wir haben drei Pakete, Standard, Professional, Premium, die Sie eben bei uns erwerben können. Auch hier die Auflistung der Möglichkeiten. Im Plastic Standard können wir, was wir gesehen haben, diese Füllanalyse machen, also nur das Füllen. Sie können aber sehen, wo Bindenähte sind, wo Lufteinschlüsse sind, wo Einfallstellen sind. Im Plastics Professional, das ist dann eher für den Werkzeugbau. Sie können Gasinnendruckverfahren simulieren. Sie können Angusventile steuern, dass sie eben erst später also auslösen. Mehrfachwerkzeuge haben wir jetzt eben auch gesehen. Sie können den Angussystem ausbalancieren. Sie können überspritzen. Sie haben die Schwindung und so weiter bis hin zur Verzugsanalyse und zur Werkzeugkühlung. So, das war jetzt ein ziemlich sportlicher Überblick über drei Produkte. Ich bin schon über die zwei, beziehungsweise gerade die 22-Minuten-Marke geknackt. Ich möchte Ihnen jetzt zum Abschluss einfach nur so eine Studie nochmal vorlegen. Woher kommen Innovationen in Unternehmen? Eine Umfrage, die gemacht wurde und auch hier Mitarbeitende und Management, also ein großer Anteil oder die haben einen großen Anteil an Innovationen. Meiner Meinung nach ist es dazu aber wichtig, Sie als Konstrukteur müssen die richtigen Tools haben, um das eben sofort zu überprüfen, die digitalen Werkzeuge, um das sofort zu überprüfen. Wenn Sie eine Idee haben, sofort überprüfen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ich würde mal behaupten, es ist schwierig für Sie, wenn Sie eine Idee haben, da mal schnell einen Prototyp zu machen oder jemanden beauftragen, der das Ganze analysiert. Mit den richtigen Tools können Sie früh eben schon Entscheidungen treffen. Hier noch eine Umfrage, der Vergleich von Simulation zu Handrechnungen und Prototypen. Sie können es natürlich mit Handrechnungen machen und mit Prototypen ist genauso. Sie können, wenn Sie Informationen brauchen, in die Bibliothek fahren, sich Bücher aus ja, raussuchen und die Informationen rauslesen oder Ihre Großeltern befragen. Ich bevorzuge lieber Google und den digitalen Weg und auch fürs Engineering eine virtuelle Simulation, um meine Ideen zu überprüfen oder auch zu widerlegen. So, damit komme ich schon zu meiner letzten Folie. Ich hab Ihnen noch Dateien bereitgelegt, die Sie sich runterladen können. Zum einen von links, die zwei Dokumente links sind zwei PDFs über diese Studien, Vorteile von virtueller Simulation im Vergleich zu herkömmlichen Methoden und 7 Gründe, warum man virtuelle Simulation für Konstrukteure bereitstellen soll. Als drittes noch eine Produktbroschüre und es ist noch ein viertes PDF mit drin, das Sie sich sofort runterladen können. Und zwar, das ist das PDF von diesem Webcast heute. Damit bin ich auch am Ende. Sie können sich gerne diese Dinge runterladen, beziehungsweise ich habe Ihnen noch versprochen, diese Kurzumfragen zu machen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, wenn Sie Informationen, spezifischere Informationen haben möchten zu Simulation-Produkt, Flow-Simulation-Produkt oder Plastics-Produkt, einfach anklicken. Sie können auch mehreres anklicken und wir schauen, dass entweder wir Sie kontaktieren oder Ihr Vertriebspartner kontaktiert, damit Sie noch spezifischere Antworten auf Ihre Fragen kriegen, die jetzt sicher während des Webcasts aufgetaucht sind. Wie gesagt, das war nur, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Ich lass das einfach noch offen, ein bisschen diese Kurzumfrage und schau mal rein, ob es Fragen gibt.
So, ich schaue mal rein. Ich sehe, mein Kollege hat schon einige Fragen beantwortet. Es ist eine Frage, ob die Dinge übernommen werden, oder ob die neu aus der Baugruppenpositionierung übernommen werden. Ich denke, es geht um die Kontakte, die ich angesprochen habe. Grundsätzlich die Positionierung an sich müssen Sie natürlich nicht selber machen. Die Kontaktdefinition in dem Fall schon, beziehungsweise es gibt auch immer auch globale Kontakte. Oft ist es so, dass Teile einfach verbunden sind und wenn die Flächen aneinander liegen, rechnet Simulation sofort eigentlich als verbunden. Dann ist die Frage im Plastics, ob die Betrachtung auch für Harz-Einspritzung funktioniert. Grundsätzlich ist es so, wenn Sie Materialdaten haben, wie sich dieses Harz mit Faserverbundteilen verhält, wie dieses Fließverhalten ist, dann können Sie im Prinzip das natürlich auch verwenden. Dann die Frage, kann ich Lichtwellen simulieren? Da weiß ich nicht genau, was Sie da meinen. Sie können in der Strömungssimulation natürlich Strahlung berücksichtigen, auch Reflexion von Strahlung, die Erwärmung von transparenten Medien durch Strahlung und so weiter. Das ist alles kein Problem. Dann noch Fragen, ob es Kurse im Raum Wiener Neustadt zu SolidWorks Simulation gibt. Es gibt Vertriebspartner in Wien, die bieten auch Hands-ons an. Ich denke, da können wir Kontakt herstellen. Wie sieht es mit einer benötigten Systemleistung aus? Im Prinzip ist es so für alle unsere Produkte, wenn Sie einen SolidWorks CAD betreiben können Sie auch die Simulationsprodukte betreiben. Also Sie brauchen jetzt keine speziell höherwertigen Rechner. Mein grundsätzlich ist so, umso besser, umso stärker Ihr Rechner ist, umso schneller sind die Analysen dann auch berechnet. Aber es ist nicht so, dass Sie signifikant mehr Ressourcen benötigen. Was habe ich noch für Fragen? Ob CFK-Anwendungen berechnet werden können? Ja, im Simulation Premium gibt es auch Möglichkeit, faserverstärkte Kunststoffe zu berechnen. Können die Anzahl der Netzpunkte manuell verändert werden? Natürlich, Sie können jederzeit eine sogenannte Netzverfeinerung machen. Das heißt, Sie geben global eine Vernetzungsmöglichkeit, eine Vernetzungsfeinheit an oder eine Elementkantenlänge und können dann einzelne Flächen oder Kanten anwählen, auf die Sie zusätzlich Netzverfeinerung angeben wollen, werden die Bereiche natürlich feiner vernetzt. Wir haben auch mehrere Vernetzungsmöglichkeiten. Es gibt einen Standardvernetzer, es gibt einen kurvenbasierten Vernetzer und es gibt auch neu einen gemischten kurvengestützten Vernetzer. Da haben Sie die freie Auswahl. Dann noch Fragen zu MKS. Was kann ich für Kontakttypen definieren? Ja, ich kann natürlich alles Mögliche, was im Prinzip, was Sie brauchen und ob man Reibung definieren kann. Ja, Reibung können wir hier auch definieren. Schweißsimulation. Ja, Schweißsimulation ist bedingt machbar. Kann ein Konstrukteur ohne tiefe CAE-Kenntnisse schnell und sicher eine Überschlagsrechnung durchführen? Ja, genau, das ist auch eine
unsere Ideen. Sie sollen jetzt während der Konstruktion schnell eine Idee überprüfen können. Damit sie das schnell können, brauchen sie eben Tools, die einfach zu bedienen sind, die intuitiv sind. Und da sind wir mit SolidWorks Simulation, würde ich mal behaupten, der Marktführer. Also es ist nie ein, war nie einfacher, eine Simulation durchzuführen. So, ich denke, dann sind wir am Ende. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Auch danke, dass Sie sich noch ein bisschen länger Zeit genommen haben. Ich muss jetzt nur schauen, um diese Kurzumfrage. Ich muss jetzt noch schließen. Auf jeden Fall möchte ich mich hier von Ihnen verabschieden und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.